oh Gott, war wohl doch nicht die glorreichste Idee, ein paar Schnittverletzungen. Egal, hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei eHajo. Heute machen wir illegale Dinge. Ich zeige es euch gleich, dann wisst ihr, worum es geht. Er fährt und erst jetzt bleibt er stehen. Wer hat so ein Works-Landroid von euch? Wahrscheinlich alle, die jetzt das Video anschauen. Wir hacken den heute und machen da was mega Illegales draus. Also ohne Verantwortung. Ihr müsst euch selber entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich habe es gemacht. Ich erkläre es euch gleich in der Werkstatt, was ich mache. Ich putze ihn jetzt vorher ab. Also warum geht es jetzt im Endeffekt? Der Landroid L, glaube ich, ist es, hat eine Erkennung, wie es jeder Rasenmäherroboter haben muss, dass er vorne angehoben wird. Das ist die sogenannte per Gesetz vorgeschriebene Kinderfußerkennung. Denn so ein Rasenmäher darf natürlich nicht über einen Kinderfuß fahren, weil ein Kind natürlich nicht weiß, dass ein Rasenmäher gefährlich ist. Und daher muss der stehen bleiben, sollte er eine gewisse Menge angehoben werden. Wie wird das jetzt hier beim Landroid M gelöst? Ich habe mit dem Kundendienst telefoniert und die haben gesagt, ja, das ist ein Sensorfehler. Sie schicken uns neue Räder für vorne. Die kann man einfach tauschen. Perfekt. Habe ich mal angeschaut. Die Räder kann man wirklich einfach tauschen. Die haben hier links und rechts einen Clip. Den drückt man rein. Man muss ihn relativ fest mit dem Schraubendreher reindrücken. Ich zeige euch das dann gleich, wie das funktioniert. Und dann kann man die Räder einfach rausziehen. Also man muss da schon seitlich diese Clips ein bisschen mit dem Schraubendreher fester reindrücken, damit es funktioniert. Dann gehen die relativ leicht raus. Und jetzt schauen wir uns mal die Technik hinter diesen Rädern an. Da haben sie sich nämlich echt ein bisschen was überlegt. Ob es schlau ist oder nicht, weiß ich nicht, aber sie haben sich da halt was überlegt daran. Hier sind nochmal Clips, da kann man oben den Deckel abmachen. Das Rad an sich ist so ein bisschen gefedert am Ende und hat diesen Fahrgestellweg. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, wir machen den Deckel oben mal auf, da ist die Feder drin für die Endfederung. Und da drin können wir jetzt nichts erkennen, außer einen Ring. Und dieser Ring fährt hoch und runter. Und ich habe mir das angeschaut, der Ring ist nichts anderes wie ein Magnet. Jetzt hat er da im Prinzip ein Magnet drin und im Gegensatz dazu hat er einfach in der Steuerungsplatine einen Hallsensor, der diesen Magnet erkennt. Schauen wir uns mal an. Das Ganze natürlich total wasserdicht und so, weil muss ja Regen aushalten. Der hat jetzt hier dahinter, an der Stelle, sitzt die Platine dahinter. Und da ist ein Hallsensor, der erkennt das Magnetfeld. Und zwar erkennt dieser Hallsensor, ob das Rad oben ist. Und wenn beide Räder in dieser Endposition sind, also in dieser unteren Lage, erkennt der Hallsensor beide Magneten nicht mehr. Und das ist für den das Anzeichen für angehoben. Bedeutet, es gibt ungünstige Momente. Der ist teilweise 5-6 Mal am Tag, teilweise alle 10 Minuten stehen geblieben, weil A, ein bisschen Wasser reinkommen ist da. Natürlich kommt da immer ein bisschen Feuchtigkeit rein, das dämpft natürlich das Magnetfeld ein wenig. Und B, hat man einfach im Garten ab und zu so kleine Hüpper, wo er halt mit beiden Rädern gleichzeitig blöd reinhüpft. Und dann hat man das Problem, dann steht das Ding, kann man wieder hinlaufen, soll er mähen und nicht stehen lassen. Ich habe den da zum Mähen gekauft. Und jetzt habe ich das ganze Ding gehackt. Und zwar habe ich mal einen kleinen Neodym-Magneten geholt. Ich habe mal quasi hier an der Innenseite, also Richtung Schneidblatt, hier mit dem Lötkolben, ein kleines Loch reingebrannt und in dieses kleine Loch, also nicht durchgebrannt, sondern nur so ein bisschen diese Isolierung weggeschmolzen und da rein habe ich dann einfach einen Neodym-Magneten gesetzt. So einen ganz schmalen 1 mm Neodym-Magneten. Das könnt ihr auch einfach probieren, da geht es ins Service-Menü rein, da könnt ihr nämlich dann erkennen, da gibt es einen Punkt, wo man sieht, Service-Menü, das ist glaube ich beim Zahnrad, dann ganz runter Service-Menü, da seht ihr nämlich die Sensoren und alles und da zeigt er euch auch an, ob er angehoben ist oder nicht. Und da hebt ihr einfach den Magneten hin und dann seht ihr, ob er angehoben ist oder nicht. Und ihr müsst nur schauen, wie rum der Magnet sein muss. Es muss also ein Neodym-Magnet sein mit Nord-Südpol oben unten an der Fläche. Und dann funktioniert das. Also entweder halt links oder rechts rum rein, Nord- oder Südpol zum Rasenmäher hin und dann funktioniert das Ganze. Und somit ist dieser Rasenmäher höchst illegal, nicht mehr gesetzeskonform. Aber er mäht halt auch zum Glück. Also ob ihr das umbaut oder nicht, ist eure Entscheidung. Völlig ohne Gewährleistung von meiner Seite. Völlig ohne irgendwelche Garantie oder irgendwelche Ansprüche oder sonstiges. Alles auf eigene Gefahr von euch bitte, wenn ihr das wirklich umbauen solltet. Auf jeden Fall, er funktioniert einwandfreier Mäht, mega super. Das Einzige, was ich jetzt dann irgendwann nur wegmachen werde, ist diese blöde Metalldinge. Das ist nochmal der nächste Schutz, weil der
Der ist leider komplett knietet, sonst würden einfach rausschrauben, den Flexi, glaube ich, irgendwann einfach weg. Weil da fangt sie auch immer ganz viel Gras drin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich schon auf ganz viele Hate-Kommentare von euch, weil ich ja, oh, und kann man nicht und darf man nicht, aber ist mir egal. Viel Spaß beim Umbauen, bis zum nächsten Video. Ciao! Thank you.